Gut, jetzt nochmal für alle, wie gesagt, herzlich willkommen, schönen guten Abend zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Weiß und heutiges Thema ist TWS und Agena Trader, Einführung, sprich Grundlagen. Deswegen vorab mal die Frage an alle Teilnehmer, was handeln Sie vorwiegend? Also handeln Sie Aktien, Futures, Optionen? Bitte tippen Sie einfach mal ein, was Sie so vorwiegend handeln, damit ich so groben Überblick habe, auf was ich speziell eingehen sollte. Grundsätzlich zeige ich Ihnen die wichtigsten Funktionen der TWS erstmal, damit Sie sich zurechtfinden, damit Sie den Einstieg auch gut bewältigen können. Und dann zeige ich Ihnen noch ein, zwei wichtige Dinge zum Agena Trader. Das ist ja eine weitere zusätzliche Software, die wir anbieten, die aber speziell, ja, ich sag mal, fürs, ja, nicht unbedingt nur fürs Daytraden, aber für den aktiven Handel gedacht ist, ob jetzt mit Aktien oder auch mit Futures oder CFDs, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Ich sehe schon, also Hauptpunkt sind die Aktien, was ich hier sehe im Chat. Einige sehe ich mit Optionen, Euro, US-Dollar, Futures, Indizes und Aktien, DAX, Dow, Euro-Dollar und Währungen. Alles klar, okay. Also es geht doch relativ querbeet durch das ganze Programm. Aber es ist kein Problem. Ich sage mal, ich zeige Ihnen die wichtigsten Funktionen und wie Sie diese handeln, ob jetzt mit einer Aktie oder mit einem CFD oder auch mit einem Währungspaar. Das ist dann grundsätzlich egal. Hauptsache, Sie sehen erstmal, wie das Ganze funktioniert. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Sie haben die Möglichkeit, mir auch während des Webinars Fragen zu stellen. Das heißt, Sie haben die Chat-Funktion auf der rechten Seite und dort können Sie dann auch Ihre Frage loswerden. Und ich werde versuchen, diese dann auch zu beantworten. Ich fange erstmal an mit der Trader Workstation mit der TWS. Das ist die Standardsoftware, die wir hier bei CapTrader nutzen und damit können Sie alle Produkte, die angeboten sind, handeln. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Ich wechsle dazu jetzt erstmal den Bildschirm, damit Sie das sehen können. So, das ist die Trader Workstation. Sie haben hier verschiedene Reiter, das sehen Sie schon hier oben Portfolio, kein Titel oder Pending. Sie können weitere Reiter hinzufügen. Ich nenne jetzt mal Webinar und sage okay. Und dort haben wir jetzt schon einen weiteren Reiter. Hier ist schon was eingestellt, das ändere ich jetzt nochmal. Genau. Und dann haben wir also hier einen weiteren Reiter, nennt sich jetzt Webinar, wo wir hier uns die Werte hinzufügen können, die wir möchten. Grundsätzlich, ich befinde mich jetzt hier im Classic Trading, das heißt, das ist die ursprüngliche Ansicht der TWS. Es gibt aber auch darüber hinaus das Mosaik. Ich klicke hier mal drauf. Mosaik heißt, ich habe hier verschiedene Fenster, die Sie so anordnen können, wie Sie das gerne möchten. Und Sie stellen das Ganze sich wie so eine Art Mosaik dann zusammen. Und deswegen heißt das Ganze auch so. Hier werde ich jetzt nicht im Speziellen eingehen, das machen wir dann nochmal speziell. Das ist einfach nur eine andere Ansicht. Sie können verschiedene Fenster sich hier nebeneinander setzen und dann damit arbeiten. Wir fangen aber mit dem Classic Trading an, das heißt, so sieht diese TWS im Ursprungszustand mehr oder weniger aus, wenn Sie jetzt noch nichts eingestellt haben.
Ich fange mal jetzt ganz klassisch an, wenn Sie eine Aktie handeln wollen. Wie finden Sie überhaupt Aktien? Also Sie sehen schon hier ganz links steht Kontrakt und in diesem Feld Kontrakt. Sie können also alle Spalten hier auch in der Breite und so weiter verändern. Und ich zeige Ihnen nachher auch, wie Sie hier diese Spalten noch konfigurieren können. Aber hier in dieser Spalte Kontrakt geben Sie das Symbol an, was Sie handeln wollen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Facebook-Aktie, wäre dann FB. Und dann sehen Sie schon direkt, dass hier ein Menü aufgeht, und zwar Facebook Nasdaq. Das heißt, die Facebook-Aktie wird an der Nasdaq gehandelt und hier noch an anderen Börsenplätzen. Wenn Sie also diese US-amerikanische Aktie handeln wollen, direkt an der Heimatbörse, sprich an der Nasdaq, dann wählen Sie hier oben dementsprechend Smart aus oder Directed, sprich, da können Sie dann den Börsenplatz wählen, den Sie speziell ansteuern möchten. Dann gibt es noch hier in Deutschland, die Facebook wird also noch gehandelt, und zwar in Frankfurt zum Beispiel oder hier über Turquoise oder Xetra. Das heißt, hier der Börsenplatz Nasdaq heißt, Sie handeln die US-amerikanische Aktie, und hier über IBIS, das heißt Xetra bzw. Frankfurt, dann können Sie das in Euro auch handeln. Ich werde beide Werte mal aufrufen. Einmal gehe ich hier auf Smart bei der Aktie, dann habe ich also die Facebook-Aktie aufgerufen und über IBIS habe ich keine aktuellen Daten, aber da ist dann der ganze Kurs in Euro angegeben. Ja, hier kommt eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Smart und Directed? Zeige ich Ihnen. Und zwar, wenn Sie Directed auswählen hier bei Aktien, dann können Sie direkt einen Börsenplatz auswählen, den Sie gerne oder wo Sie gerne handeln möchten. Das ist bei USA also eine sehr große Auswahl an Börsenplätzen. Das sehen Sie hier schon. Also die ARKA zum Beispiel, das ist die elektronische Börse in New York, und Chicago, Edge, Island, Jeff Algo und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben hier die verschiedensten Bets, ist hier mit bei, die verschiedensten Börsenplätze. Und Sie können sagen, okay, ich möchte direkt an der ARKA handeln. Dann wird Ihnen hier dementsprechend der Kurs auch angezeigt. Wenn Sie Smart wählen, wie ich es hier oben gemacht habe, dann ist es so, dass die Order zum besten Kurs übermittelt wird. Das heißt, es wird geschaut, wo ist gerade der beste Bid- oder Ask-Preis, je nachdem, ob Sie kaufen oder verkaufen, und zu diesem Börsenplatz wird übermittelt. Und hierbei ist es ja auch egal, denn bei US-Aktien haben wir überall die gleichen Gebühren, egal an welchem Börsenplatz die Order ausgeführt wird. Wichtig ist das Ganze, hier kommt auch ein Hinweis nochmal, was die Realtime-Kurse anbelangt, sprich, je nachdem, was Sie abonniert haben, kann es sein, dass Sie zwar hier die Realtime-Kurse sehen, im Chart dann aber nicht, weil Chart sich Smart Realtime-Kurse zieht. Und das heißt, wenn Sie dann zum Beispiel irgendeinen von diesen Börsenplätzen nicht abonniert haben, dann haben Sie nur verzögerte Kurse. Das nochmal dazu. Gut, wenn Sie jetzt das Kürzel oder das Symbol nicht kennen, dann können Sie hier auch Facebook eintippen als Name, und schon findet
das System dann dementsprechend hier diese Aktien. Ja, das heißt, das Symbol ist dann FB. Ja, Sie können natürlich auch nach einem anderen Wort suchen, Apple, ne, das ist dann AAPL beispielsweise, oder deutschen Werten Adidas, ne, sehen Sie hier zum Beispiel ADS, wäre jetzt der richtige Wert, das ist die Adidas AG, und zwar in Klammern IBIS. IBIS steht für Xetra. Das ist dann die Heimatbörse, der liquideste Markt. Wenn Sie jetzt CFDs handeln wollen, hier kommt gerade nochmal ein Hinweis auf CFDs. Wie finde ich die? Sie sehen hier in dem Menü den Punkt CFD. Ja, das heißt, dann wählen Sie diese Aktie auch als CFD aus. Ja, wir haben dann hier die Adidas-Aktie und die Adidas-Aktie als CFD. Genauso bei den US-Aktien. Ich kann ja Facebook nochmal eben als CFD hinzufügen. Dann gehen Sie hier auf CFD und haben die Facebook-Aktie als CFD noch hinzugefügt. Wir bieten hier Direct Market Access, das heißt direkten Marktzugang auch bei den CFDs. Das heißt, wir haben dann hier nahezu 1 zu 1 die gleichen Kurse wie bei der direkten Aktie. Bei den Aktien können Sie Long und Short gehen. Das gilt auch für die CFDs. Der Unterschied bei CFDs ist, Sie haben eine geringere Margin. Margin in der Regel bei 10% und bei den Aktien ja bei 25% Intraday. Das ist also ein Unterschied, wenn Sie jetzt zum Beispiel diversifizieren möchten oder dergleichen oder mehrere Positionen aufbauen möchten. Das ist ja auch eine Möglichkeit mit CFDs. Ist nicht immer nur der höhere Hebel, das heißt alles auf eine Karte setzen, sondern die Möglichkeit der Diversifikation, die sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ja, hier kommt gerade eine Frage, wie lassen sich die Zeilen verschieben? Also Sie klicken einfach mit der linken Maustaste und ziehen hier per Drag and Drop, wie man das so schön sagt. Also ziehen diese Zeile und lassen dann die Maustaste los. Und so können Sie hier diese Zeilen dann auch verschieben. Genauso können Sie diese Zeile löschen, indem Sie einfach die Entfernen-Taste drücken auf Ihrer Tastatur. Und mit den Pfeiltasten können Sie hier hoch und runter gehen und Entfernen-Taste und schon ist die Zeile weg. Geht natürlich alles auch mit der rechten Maustaste, indem Sie hier ein Menü öffnen. Hier unten auf den Pfeil klicken und da können Sie zum Beispiel auch auf Zeile löschen gehen. Da sehen Sie schon hier die entfernen Buchstaben, das heißt hier die Entfernen-Taste oder die Einfügen-Taste bedeuten dann Zelle einfügen oder Zelle löschen. So, ich schaue mal, was jetzt noch vorab für Fragen gekommen sind, bevor ich weitergehe. Ja, ist eine Frage, nach welchen Kriterien wird bei Smart ausgewählt? Schauen wir uns mal die Facebook-Aktie ruhig an. Und zwar haben Sie hier noch Trading Tools und auch Analyse Tools. Und unter den Trading Tools finden Sie das sogenannte Integrated Stock Fenster. Das sieht so aus. Hier fragt er mich schon ab, was ich alles abonnieren möchte. Aber hier sehen Sie ja zum Beispiel aktuell, wie die Facebook-Aktie gehandelt wird. Und links sind die Bit-Kurse, rechts sind die Ask-Kurse. Und Sie sehen zum Beispiel jetzt hier, dass bei Direct Edge
Danach kommt BETS zum Beispiel, hier kommen die anderen Börsenplätze. Das heißt, hier würde jetzt die Order zum Beispiel der Reihe nach hier ausgeführt. Ja, das heißt, erst bei BETS, dann Direct Ads und so weiter und so fort. Wir sehen hier immer das Volumen, was dahinter steht. Ja, und so findet dann auch unter anderem die Smart-Ausführung statt. Das heißt, wird geschaut, wo ist der beste Bid- und Ask-Preis und an diesen Börsenplätzen wird ausgeführt. Sie können auch, wenn wir gerade schon hierbei sind, bei diesem Integrated Stock Fenster, können Sie also diese Aktien auch direkt hieraus handeln. Sprich, Sie können sagen, okay, ich handle zum Beispiel 100 Stück, können Sie hier vorgeben. Sie geben hier die Menge ein. Sie können sagen 50 beispielsweise und verkaufen oder kaufen hier über dieses Order Panel. Das geht aber schon über die Grundlagen hinaus, deswegen lassen wir das erstmal und ich zeige Ihnen erstmal, wie Sie ganz normal handeln können. So, also grundsätzlich, ich nehme jetzt mal diesen CFD wieder weg. Bleiben wir mal direkt bei der Aktie. Haben Sie also die Möglichkeit, hier noch eine Spalte hinzuzufügen? Ja, Spalte einfügen. Und da können Sie zum Beispiel jetzt hier den Firmennamen einfügen. Und jetzt kommt auch ein Fenster. Möchten Sie diese Änderung auch auf andere Seiten anwenden? Da können Sie also mit Ja oder mit Nein antworten. Hier kam nämlich gerade die Frage, wie kann ich das nur auf eine spezielle Seite anwenden? Das wäre also so, indem Sie sagen Nein, Sie möchten das nicht auf andere Seiten anwenden. Und schon kommt hier der Firmenname. Facebook daneben, dass wir auch wissen, womit wir es hier zu tun haben. Füge jetzt hier einige Aktien mal hinzu und da sehen Sie links daneben die jeweilige Bezeichnung. Ich bleibe jetzt mal beim US-Markt, weil Deutschland jetzt zumindest Xetra schon geschlossen hat und wir hier dann dementsprechend auch die Realtime-Kurse direkt haben. Deswegen bleibe ich zunächst mal hier beim US-Aktienmarkt. Und hier sehen Sie auch schon, dass zum Beispiel die Nike an der New Yorker Stock Exchange hauptsächlich gehandelt wird und zum Beispiel eine Facebook und Apple an der Nasdaq. Ja, also hier neben sehen Sie dann immer auch die Hauptbörse dieser jeweiligen Aktien. Hier kam die Frage, wie kann ich jetzt diese Werte nach dem Alphabet sortieren? Da gehen Sie hier auf die Spalte Kontrakt, klicken hier oben drauf und schon können Sie also in absteigender oder in je nachdem, in welcher Reihenfolge Sie das haben möchten, sortieren. Genauso, das funktioniert das natürlich hier auch mit dem Firmennamen. Gut. Nehmen wir mal an, wir wollten hier die Microsoft-Aktie handeln. Dann klicken wir jetzt hier auf diese Zeile. Das heißt, diese Zeile ist jetzt hier umrandet, diese Microsoft-Aktie. Ja, also jetzt ist ja diese leere Zeile hier markiert und wenn ich auf Microsoft hier draufklicke, ist diese ganze Zeile jetzt markiert. Und dann kann ich hier sagen, links oben Order aufgeben. Dieses Order-Fenster öffnet sich auch automatisch, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf den Ask-Kurs klicken und keine Realtime-Kurse abonniert haben. Wenn Sie Realtime-Kurse abonniert haben, passiert nämlich Folgendes: Es öffnet sich hier eine Order-Zeile. Dazu aber später.
bleiben wir jetzt mal hier erstmal bei dem Orderfenster. Gut, wir haben Orderfenster, das heißt, wie kann ich jetzt eine Order abschicken? Zunächst einmal sehe ich hier oben die Microsoft-Aktie, Bit- und Ask-Kurs, also Geld- und Briefkurs. Aktuell hier nur 1 Cent Spread, also 50,75 zu 50,76. Der letztgehandelte Kurs war 50,76. Ich kann jetzt hier wählen, Aktion, Kauf oder Verkauf. Bleiben wir mal beim Kauf. Hier wieder die Menge der Aktien, voreingestellt mit 100 Stück. Können Sie natürlich jederzeit verändern. Ich ändere das jetzt mal auf 50 Aktien ab. Und das ist also jederzeit veränderbar. Nächster Punkt, Orderbeschreibung, Ordertyp LMT. LMT steht für Limit. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier eine Limit-Kauforder übermitteln. Zu welchem Limit würde ich kaufen? Zu dem Limit, was ich hier eingebe. Da kann ich sagen, okay, die 50, 80 sind mir jetzt zu hoch. Ich möchte genau zu 50, 20 beispielsweise kaufen. Dann würde ich jetzt hier ein Kauflimit übermitteln, was unterhalb des aktuellen Kurses ist beispielsweise. Das heißt, ich werde nur dann ausgeführt, wenn der Kurs fällt und mein Limit ausgelöst wird. Wenn ich sofort kaufen möchte, dann kann ich auch Market wählen. Market Order heißt, es wird zum nächst gehandelten Kurs ausgeführt. Der nächst gehandelte Kurs kann höher oder auch niedriger sein als der aktuelle Kurs. Stop Order heißt, ich möchte mich einstoppen lassen. Das kann auch beim Einstieg erfolgen. In der Regel wird ein Stop als Sicherheitsstopp eingegeben, um eine bestehende Position zu schützen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte eingestoppt werden. Das heißt, wenn die Aktie steigt über 51 Dollar, dann möchte ich eine Long-Position eingehen. Das heißt, in Marktrichtung lasse ich mich einstoppen zum Beispiel. Das sind erstmal die grundlegenden Orderarten, Limit, Market, Stop. Alles weitere, was es hier sonst noch gibt, führt jetzt auch schon wieder aus den oder sprengt den Rahmen der Grundlagen oder der Einführung. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei Limit, Market und Stop. Und nehmen wir mal die Limit Order. Jetzt kann ich hier noch sagen, Destination, also Ziel oder Börsenplatz, wo soll das Ganze übermittelt werden? Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe, sprich Smart oder halt ein spezieller Börsenplatz. Dann könnte ich den jetzt hier auswählen. Ich bleibe mal bei Smart und dann schauen wir mal, wo wir gleich ausgeführt werden. Gut, Limit. Kann ich jetzt mal damit zwar ausgeführt werden, hier zu 59. Hier wird mir gezeigt, was meine Summe ist, 2539 Dollar. Und ich übermittle jetzt die Order mal. Und jetzt sind wir schon bei 80. Ändere ich die Order auf 80 und wir werden ausgeführt. Das sehen wir jetzt hier unten rechts. Und das Handelsprotokoll blinkt hier oben rot. Handelsprotokoll, da sehen wir, was haben wir gehandelt? Und zwar haben wir gekauft 50 Stück Microsoft zu 50,80 US-Dollar. Börsenplatz war jetzt hier Direct Edge und das ist die Uhrzeit. Jetzt sehe ich zusätzlich die Position 50 Stück Long. Das heißt, ich bin mit 50 Aktien jetzt investiert und zwar long investiert. Also long heißt ja, ich habe die Aktien gekauft. Das heißt, ich spekuliere hier auf steigende Aktien. Wenn ich short investiert bin, dann spekuliere ich auf fallende Aktien.
Das kann ich Ihnen direkt auch einmal zeigen. Und zwar kann ich jetzt diese Position schließen. Oder aber ich verkaufe jetzt einfach mal die doppelte Menge, sprich 100 Stück. Dann bin ich nämlich mit 50 Aktien short, damit Sie es mal sehen können. Mache ich das mal direkt ausgeführt und ich bin jetzt mit 50 Aktien short. Was wir hier auch sehen, es sind mindestens 360 Millionen Aktien zum Leerverkauf verfügbar. Das heißt, bei der Microsoft ist natürlich eine sehr, sehr hohe Liquidität da und deswegen können Sie diese Aktien auch leer verkaufen. So nennt man das, wenn Sie die Aktien nicht besitzen, aber trotzdem auf fallende Kurse spekulieren möchten. Ja, Sie sehen also hier, ich habe 50 gekauft, ich habe 100 verkauft. Ja, das ist hier jeweils 50er Schritten gewesen, aber alles zur gleichen Uhrzeit. Und das sehe ich hier in diesem Handelsprotokoll. So, was muss ich jetzt tun, um die Position zu schließen? Diese Short-Position möchte ich schließen. Ich möchte keine Short-Position mehr haben in meinem Depot. Was muss ich jetzt machen, um die Position zu schließen? Vielleicht können Sie es mir kurz mal im Chat schreiben. Welche Order muss ich eingeben, um die Position zu schließen? Kaufen oder verkaufen? Genau, richtig. Ich muss jetzt kaufen. Also Sie dürfen das jetzt nicht verwechseln mit irgendwelchen Optionsscheinen oder so, die auch auf fallende Kurse setzen. Da kaufen Sie ja zuerst den Optionsschein und verkaufen den wieder oder dieses oder Zertifikate. Sie kaufen ein Zertifikat und um das Zertifikat zu schließen, müssen Sie es wieder verkaufen. Da gibt es Zertifikate, die auch auf fallende Kurse setzen. Hierbei ist es aber so, dass Sie direkt die Aktien handeln und Sie sind jetzt hier short. Und um diese Short-Position zu schließen, müssen Sie also jetzt wieder 50 Aktien kaufen. Sie können das ganz einfach tun, indem Sie sagen, okay, neue Order und dann Kauf 50 Stück. Oder aber Sie gehen hier, was ich eben schon kurz gezeigt habe, mit dem Rechtsklick einfach hier auf diese Zeile, ja, also egal wo Sie klicken, das Menü hier sieht immer gleich aus und gehen dann auf Schließen, Position schließen. Und Sie sehen schon, dass es blau hier hinterlegt. Das heißt also, ich kaufe, um die Position zu schließen und automatisch erkennt das System die Stückzahl, sprich macht eine Kauforder 50 Stück. Hier noch die Orderlaufzeit dazu, das ist GTC, Good Till Cancel. Das bedeutet also, wie lange diese Order gültig haben soll, tagesgültig oder halt so lange, bis sie ausgeführt ist oder gelöscht wird. Dann hier Limit, das ist der Order-Typ. Das ist der Limitkurs, Smart und Übermitteln. Ich mache das einfach mal per Market, Übermitteln. Bestätige das nochmal und wir sind ausgeführt. Position ist auf 0. Ich habe die Position jetzt geschlossen. Und jetzt sehen Sie, die Zeile ist verschwunden. Automatisch nach ein paar Sekunden ist das Ganze dann wieder aufgehoben, sozusagen. Das heißt, diese Orderzeile ist raus. Ich sehe jetzt hier noch in dieser Übersicht Position 0. Das heißt, hier sehe ich habe heute irgendwann diese Aktien noch gehabt und gehandelt.
habe jetzt aber keine Position mehr. Ich kaufe jetzt nochmal eine Position Facebook-Aktien, nehmen wir mal 100 Stück, übermittel. Und jetzt sehen wir also hier, wir haben eine Position in Facebook und ich gehe nochmal eine Short-Position ein, 100 Stück in Microsoft. Ja, und das sehen Sie jetzt hier auch nochmal farblich angegeben. Und zwar die, wie gesagt, die Orderzeilen, die fliegen dann raus. Ich nehme sie mal raus. Sie sehen also jetzt hier in meiner Watchliste, die ich ja hier habe, sehen Sie Apple, Facebook, Microsoft und Nike. Und ja, Position habe ich also in Facebook 100 Stück und in Microsoft minus 100. Ich kann auch sagen, okay, das stört mich jetzt hier hinten rechts. Ich ziehe mir einfach diese Spalte hier nach vorne. Ja, dann sehe ich also direkt, was möchte ich verschieben? Nur oben die Zeile, also diese Zeile Position. Möchte ich auch den Trade-Preis und beides verschieben oder nur die Position? Ich möchte nur Position verschieben. Das heißt, das habe ich jetzt hier vorne sichtbar stehen. So, das heißt, ich sehe in meiner Watchlist einmal, was ich an Positionen habe, aber ich habe natürlich auch ein Portfolio und dort sehe ich alle meine Positionen. Und zwar, ja, was habe ich hier? Ich habe also hier ich mache das mal hier kleiner, ich habe die Facebook-Aktie und ich habe die Microsoft-Aktien, die einen Long, die anderen Short und hier habe ich noch Optionen, also Optionsspread hier, da wollen wir uns jetzt nicht drauf eingehen. Das sind also meine Positionen, die ich hier im Reiter Portfolio habe. Diesen Reiter Portfolio, da kann ich also jetzt nicht die Microsoft-Aktie rauslöschen, weil die habe ich nun mal im Depot. Die verschwindet erst, wenn ich die Position verkaufe, beziehungsweise hier bei Microsoft zurückkaufe. Das ist aber hier meine Portfolio-Seite und da sehe ich immer, was habe ich für Positionen im Depot. Ich kann auch hier auf Konto klicken. Bei Konto sehe ich hier unten auch im Portfolio, was ich alles habe. Und zwar hier die Facebook-Aktie, hier die Microsoft und dann hier noch auf den Russell diese Optionen hier, die hier noch angegeben sind. Was ich zudem noch sehe, ist der Netto-Liquidationswert. Der zeigt mir also an, wie mein aktuelles Depot sich verändert, sprich der aktuelle Depotwert inklusive aller Positionen. Das heißt, wenn ich die jetzt schließen würde, was da noch übrig bleibt, dann sehe ich auch, ich habe meine Basiswährung in Euro, habe aber auch US-Dollar. Und da sind insgesamt dann auch hier diese Aktien, einmal Long, einmal Short im Depot, plus noch dieser Optionsspread. Und hier können Sie immer sehen, was macht die Aktienposition aus, was machen die Optionen aus und so weiter. Hier kommt gerade ein Hinweis, dass Sie kein Reiterportfolio haben, obwohl Sie offene Positionen, da haben Sie es wahrscheinlich irgendwann mal weggeklickt. Dann können Sie das hier über Konto-Portfolio-Anzeige hinzufügen. Ja, also wenn Sie dieses Portfolio hier wegklicken, ja, dann fehlt der Reiter hier. Dann können Sie ihn über Konto-Portfolio-Anzeige wieder aufrufen. Ja, jetzt kommt eine Frage zu CFDs. Nehmen wir mal den Germany 30 CFD, den DAX. Dabei ist es so, dass keine, weil die Frage gerade aufkam, dass keine Mikrolots handelbar sind. Das heißt, die kleinste Größe im DAX CFD oder bei den Index CFDs ist 1, sprich 1 Punkt gleich 1 Dollar. Oder 1 Euro Gewinn oder Verlust.
Das heißt, ein CFD ist die kleinste Größe. Das sind ja schon Mini- oder Mikrolots sozusagen. Und kleinere Einheiten gibt es dabei nicht. Bei Aktien ist auch die kleinste Größe 1. Also Sie können eine Aktie handeln. Ja, also eine Aktie hier Microsoft würde 50 Dollar kosten. Das ist genauso beim CFD. Wenn Sie einen CFD auf die Microsoft-Aktie handeln, dann kostet diese 50 Dollar. Ja, gibt es hierzu grundsätzlich noch Fragen? Sehr aktuell keine weiteren Fragen. Also wie gesagt, vielleicht nochmal hier zu den Spalten. Wenn Sie hier eine Zeile markieren, dann wird hier diese obere Zeile fett gedruckt sozusagen. Das heißt, Sie sehen hier Firmenname, Kontraktposition, Durchschnittspreis, Kurswert, unrealisierter P&L, P&L des heutigen Tages, Bitvolumen, Bit-Ask und so weiter und so fort. Diese Spalten, die können Sie sich natürlich selber so einrichten, wie Sie das gerne hätten. Ja, das heißt, Sie können hier sagen, Sie möchten einen Spalt hinzufügen, entweder die Beschreibung, Industrie, Sektor, zum Profit und Loss zum Beispiel, verschiedene Werte, sprich den Spread von Bit und Ask und so weiter. Das heißt, hier haben Sie also unendliche Möglichkeiten, schon fast 52 Wochen hoch, können wir uns mal hier mal einblenden beispielsweise. Das heißt, Sie sehen hier das 52 Wochen hoch zum Beispiel angegeben. Und das können Sie sich natürlich dann auch hier irgendwo hinziehen. Genau, also bevor jetzt auch die ersten Fragen zum Agena Trader kommen, da springe ich jetzt auch gleich rüber sozusagen. Grundsätzlich gilt, dass Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt hier so einen Wert haben, Sie markieren diese Zeile, gehen auf Chart. Dann öffnet sich auch direkt der Chart dazu. Und Sie können natürlich auch aus dem Chart heraus, ich mache das Bild jetzt mal hier ein bisschen größer, können Sie natürlich handeln. Sie sehen hier den Einstand und Sie können sagen, okay, ich möchte jetzt hier kaufen oder verkaufen, entweder per Limit, per Market. Das heißt, diese Möglichkeiten gibt es. Und das heißt, Sie können auch aus dem Chart heraus handeln, aber das ist wieder dann ein anderes Thema von weiteren Webinaren. Hier kommt eine Frage noch zum Chart, ob man die Skalierung hier anpassen kann. Also was Sie machen können, Sie können hier links dementsprechend das Ganze stauchen oder wieder auseinanderziehen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Hier andere Möglichkeiten hier der Skalierung sind mir so nicht bekannt. Aber das ist eine Möglichkeit hier, wie Sie hier die Skalierung dann automatisch in Anführungsstrichen verändern können, indem Sie hier diese Tasten links nutzen. Hier gibt eine Frage, gibt es Optionen auf Währung? Ja, die gibt es. Gut, dann springe ich jetzt mal wir haben noch 20 Minuten knapp. Ich springe jetzt mal zum Agena Trader, wechsle dazu den Bildschirm und zeige Ihnen da noch die grundlegenden Funktionen. Der ist natürlich ja, etwas
umfassender als die Trader Workstation. Ich habe Ihnen jetzt natürlich auch nur einen groben Überblick gezeigt, das heißt, wie Sie Aktien finden und anlegen. Vielleicht ein Punkt noch, wie hier, ich habe es DAX genannt, das heißt, Sie können Kurslisten erstellen. Das kann ich noch mal eben kurz zeigen. Ich nenne das jetzt mal Dow Jones oder Dow einfach nur eine neue Zeile. Und dann gibt es hier dieses, das zeige ich noch mal, weil danach immer wieder mal gefragt wird, den sogenannten Index Trader, wo ich mir dann den Dow Jones raussuche. Das ist zum Beispiel der YM. Orders erstellen. Und dann kann ich mir hier alle Werte nehmen. Und per Copy and Paste einfügen. Ja, Steuerung V. Und dann habe ich jetzt hier alle 30 Aktien aus dem Dow Jones als Kursliste hinterlegt und könnte jetzt hier zum Beispiel natürlich noch den Firmennamen hinzufügen. Dann habe ich hier dementsprechend ja auch die Namen noch dabei. Ja, diese Listen kann ich dann sortieren, zum Beispiel nach der prozentualen Veränderung hier 3% im Plus heute die Boeing-Aktie zum Beispiel und am Ende des Dow Jones die Chevron und die ExxonMobil, die Ölfirmen hier dementsprechend auch im Minus und oder nach Alphabet sortieren und so weiter und so fort. Hier kam eben die Frage noch, der rötliche Balken im Chart bedeutet was? Der bedeutet, kann ich noch mal kurz zeigen, hier bei der Microsoft im Chart. Da haben wir ja diesen roten Balken. Das bedeutet ganz einfach, ich bin short. Das sehe ich auch hier oben noch mal. Ich bin short mit 100 Stück. Und deswegen ist der Balken rot. Und nehmen wir mal die Facebook-Aktie. Und da sehen wir, da ist der Balken grün, weil wir hier eine Long-Position haben. Gut, Agena Trader. Grundsätzlich, also ich bin jetzt hier verbunden mit dem Paper-Trade-Konto, was wir gerade gesehen haben, und rufe jetzt mal die Facebook-Aktie auf. Habe jetzt hier natürlich einen Tagesschart, kann auch mal auf den kleineren Zeiteinheiten wechseln und habe also hier folgende Möglichkeiten. Und zwar, ich kann mir hier auch wieder verschiedene Listen erstellen, beispielsweise hier zum Beispiel CFDs, Indizes und so weiter. Oder Forex Majors. Hier habe ich zwar ein paar Aktien noch drin, die können wir mal eben noch rausnehmen. Das heißt, ich habe hier die verschiedenen Währungspaare noch und zeige Ihnen jetzt erstmal grundsätzlich, was wichtig ist beim Agena Trader. Sie sehen es hier schon, ich bin verbunden mit CapTrader Demo. Es ist jetzt hier ein Demo-Konto mit dem Paper-Trade-Konto. Sie haben die Möglichkeit mit dem Agena Trader verschiedene Aktien nach Signalen auch zu scannen. Dazu gibt es aber wieder gesonderte Webinare, die wir in den nächsten ja, Wochen auch immer wieder anbieten und auch Videos. Da können Sie gesondert mal schauen, also gerade bei Agena Trader, zum Beispiel, wie kann man Listen erstellen, wie kann man sich Signale erstellen, wie kann ich aber auch mir eigene Conditions selber programmieren und so weiter und so fort. Das sind also fortgeschrittene Webinare, die wir noch zusätzlich anbieten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Einzelchart öffnen. Dann gebe ich hier wieder den Namen ein. Sagen wir mal die Apple-Aktie und wähle mir dann aus, in welchen Zeiteinheiten. Beispielsweise Tages- und Wochenchart. Und dann sollte man jetzt hier was sehen. Ja, dazu
löse ich jetzt mal hier die Verbindung zu dem Demo und verbinde mit Yahoo. So, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Und ich verändere mal eben kurz die Ansicht. Ich habe ja mehrere Bildschirme, deswegen muss ich das hier mal ein bisschen so anpassen, dass man es besser sehen kann. Okay, das heißt, ich habe mir jetzt hier einen Chart aufgerufen der Apple-Aktie. Und hier kann ich natürlich verschiedene Dinge mitmachen. Also grundsätzlich rechts. Klick, Kauf, Verkauf. Ich habe jetzt hier kein Konto angeschlossen, habe es gerade getrennt. Können Sie natürlich die Orders hierüber auch auslösen. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist, dass Sie verschiedene Möglichkeiten haben, auch nach Signalen zu scannen. Und dann, wenn ein Signal kommt, natürlich die Order dann auch zu platzieren. Dafür öffne ich jetzt mal eine neue Kursliste, Listchart-Gruppe und gehe jetzt mal auf die DAX 30. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Werde mal ein paar Spalten hier rausnehmen, die brauchen wir jetzt mal nicht. Und zwar, was kann man jetzt hier sehen? Ich habe also die DAX 30 Aktien, das sehen Sie hier, anhand der verschiedenen Namen, mit dem letzten Kurs beispielsweise. Und ich habe verschiedene Signale vorher programmiert, wo ich sage, okay, hier zeigt er mir zum Beispiel ein Short-Signal bei der Allianz-Aktie an und bei der Deutschen Telekom und zwar im Wochenchart. So. Und wie Sie das machen, wie Sie das konfigurieren und wie Sie diese Signale programmieren, wie gesagt, das finden Sie in den verschiedensten anderen Webinaren. Ich will nur zeigen, dass es diese Möglichkeit hier gibt. Und wenn wir zum Beispiel sagen, okay, dieses Short-Signal hier bei Fresenius zum Beispiel im Wochenchart oder bei Heidelberger Druck zum Beispiel, das können wir uns dann hierüber aufrufen, gehe dann auf den Wochenchart beispielsweise und er hätte dann das Signal auch hier in diesem Chart dann angegeben. Vielleicht zur Info, das ist natürlich eine Version, das ist die Andromeda-Version. Das heißt, diese Scanner-Funktion gibt es nicht in der Basisversion, sondern in der Andromeda-Version. In der Basisversion können Sie natürlich ganz normal hier den Chart aufrufen, kaufen und verkaufen aus dem Chart heraus oder aus den Kurslisten heraus. Wenn Sie aber Signale haben möchten, was eigentlich das A und O hier, sage ich jetzt mal, vom Agena Trader ist, dann haben Sie natürlich brauchen Sie diese Andromeda-Version. Zum Datenfeed, Sie sehen es ja schon, ich bin verbunden mit Yahoo. Also gerade jetzt auf End-of-Day-Basis können Sie den Yahoo-Datenfeed ohne Probleme nutzen. Klar, Sie haben verzögerte Kurse. Hier ist dann dementsprechend das vom letzten Tag hier immer noch angegeben. Aber Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt längerfristige Positionen eingehen, durchaus mit den End-of-Day-Daten natürlich arbeiten. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, den Datenfeed direkt über uns, über CapTrader, also Interactive Brokers zu nutzen oder halt von einem Drittanbieter, je nachdem, was Sie also handeln möchten. Wie finden Sie ein Instrument? Sie können ganz einfach hier unten dann dementsprechend, ich gehe jetzt mal zur Apple-Aktie, AAPL, geben Sie hier ein, hier ist die Apple-Aktie
Und dann können Sie sich natürlich hier diese Werte aufrufen. Genauso können Sie auch nach dem Namen suchen. Ich gebe jetzt mal Microsoft ein. Da müssen Sie natürlich auf Namen hier gehen. Ja, und hier sehen Sie schon Microsoft Corp dementsprechend hier oder als CFD. Ja, also beide Werte möglich. Und dann wählen Sie hier die MSFT Microsoft Corp aus, um hier diesen Wert auszuwählen. Was auch ganz nett ist beim Agina Trader sind hier diese Schnellfunktionen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, Bollinger Bänder einblenden zu lassen, den ATR, verschiedene Indikatoren. Das mache ich also hier über diese rechte Leiste. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, den MACD möchte ich sehen, den RSI möchte ich sehen beispielsweise. Und dann blende ich mir hier diese Indikatoren an und kann diese natürlich auch mit einem Klick sehr schnell wieder ausblenden, wenn ich sie nicht mehr sehen möchte. In der Demo-Version, das heißt, wenn Sie den Agina Trader im Demo testen, dann haben Sie die Andromeda-Version zur Verfügung. Das heißt, da können Sie diese mit allen Funktionen testen. Ich verbinde jetzt nochmal mit dem Konto, dafür löse ich jetzt nochmal den Yahoo-Datenfeed. Kleiner Blick. Ganz wichtig ist, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal in der TWS vorab. Dass Sie unter Konfigurieren in der API in den Einstellungen die ActiveX und Socket Clients freischalten und hier den Read-Only-Modus der API deaktivieren, ja, wenn Sie darüber handeln wollen. So, jetzt ich schaue nochmal eben, dass ich auf den Agina Trader gehe. Kleiner Blick. Ah, okay, ich muss eben noch eine Sache freischalten. Und zwar in den Sicherheitsvorkehrungen hier diese Bypass-Warnung auch zu umgehen. Genau. Genau. Was Sie hier sehen, wie können Sie handeln? Ich schließe nochmal eben kurz die Position. Ich habe jetzt hier einen 5-Minuten-Chart im Agina Trader und ich kann also direkt hier Rechtsklick kaufen per Market. Ja, Direct Market, ich übermittle das und schon ist die Order ausgeführt. Das sehen wir also hier unten auch. Und bin dann
investiert und kann also auch hier direkt aus dem Chart heraus handeln. Und dann kann ich natürlich auch, wenn ich eine Position hier eingehen möchte, zum Beispiel mit dem Agena Trader Plus Plus, besteht die Möglichkeit, hier über verschiedene Strategien, zum Beispiel ja, vorgefertigte Stop-Loss und so weiter, hier in den Markt zu setzen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe eine Strategie entwickelt, sage ich, gehe dann hier mit meiner Strategie in den Markt rein und der Stop-Loss soll zum Beispiel hier unter dem letzten Tief oder anhand von dem Bollinger Band oder was auch immer gesetzt werden. Also das kann ich hier alles einstellen und das sehen Sie hier mit diesem Agena Trader Plus Plus beispielsweise. Ich nehme das jetzt aber hier wieder raus und kann das hier einstellen. Und Sie sehen dann, wenn das aktiv ist, dann wird zum Beispiel hier nach dieser Strategie der Stop-Loss gesetzt. Ich schiebe den mal weg, das sehen Sie hier unten an dieser, ja, jetzt kommt natürlich Initial Stop-Verletzung. Also Sie sehen hier schon, das ist ein ausgeklügeltes Risiko-Money-Management. Das heißt, Sie haben mir vorgegeben, nach dieser Strategie möchte ich handeln und wenn Sie jetzt einen Stop-Loss verschieben, dann sagt der, okay, was soll ich jetzt machen? Neues Initialrisiko setzen oder auf das Initialrisiko zurücksetzen, mache ich mal okay, dann geht er hier wieder zurück. Ja, was ich Ihnen zeigen will, hier dieser Punkt, dieser hier über diesem Pfeil, sehen Sie also, da hat der Stop-Loss begonnen und zieht dann nach, so wie ich den definiert habe. Das soll eigentlich nur ein kurzer Einblick sein. Wie gesagt, der Agena Trader bietet so viele Möglichkeiten. Wenn Sie Fragen haben, jetzt zum Beispiel noch zum Agena Trader, dann werde ich die gerne noch beantworten. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt schon gleich mit der Zeit am Ende. Nur, dass Sie mal gesehen haben, grob, was gibt es für Möglichkeiten. Wie gesagt, Agena Trader bietet die Möglichkeiten, Aktien oder Märkte zu scannen nach verschiedenen Signalen und dann diese Signale natürlich umzusetzen. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Risiko zu definieren und auch mit diesem Risiko dann hier vorgefertigte Stop-Loss und so weiter Strategien umzusetzen und dann den Agena Trader sozusagen für Sie arbeiten zu lassen, sprich nach den programmierten Strategien. Jetzt kommt eine Frage, kann ich mehrere Konten mit dem Agena Trader bei CapTrader verwalten? Ja, das geht hier, indem Sie hier sagen, ich möchte hier verschiedene Konten auswählen. Wenn Sie das für sich machen möchten, dann müssen Sie dementsprechend alle Konten sozusagen zusammenschlüsseln. Es gibt ja die Möglichkeit, als Financial Advisor Konten zu führen, wenn Sie dementsprechend die Berechtigung dazu haben, oder halt ein Family and Friends Konto, wo Sie dann eigene Konten, sage ich jetzt mal, aus Freund und Familie dann auch verwalten können. Ja, Frage zur Begrenzung des Datenfeeds. Es ist so, dass natürlich der Datenfeed von Interactive Brokers begrenzt ist und gerade wenn Sie jetzt viele Aktien scannen möchten, dann bietet sich das an, auf einen externen Datenfeed zu gehen, sprich, der diese Daten dann auch liefern kann. Wenn Sie sagen, ich handle nur den DAX CFD und den Dow Jones CFD, dann brauchen Sie das nicht. Wenn Sie natürlich die ganzen S&P 500 Aktien scannen möchten in Realtime nach verschiedensten Signalen, dann brauchen Sie eventuell auch einen externen Datenfeed. Okay, kommt noch eine Frage zur TWS. Wie sieht die Aktien des Dow heraus? Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Okay, ich bekomme keine Verbindung zur TWS. Wie sieht das aus? Also ich zeige Ihnen nochmal in der TWS.
die Einstellung. Also einmal ActiveX Socket Clients freischalten, den Read-Only-Modus bei der API rausnehmen. Hier wichtig, der Socket-Port, der ist natürlich vorgegeben, der sollte dann auch in der Einleitung stehen. Ja, und das sind hier noch Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen, sprich Vorsichtsmaßnahmen für API-Orders umgehen. Das sind dann so Dinge wie, wenn Sie eine Market-Order setzen zum Beispiel, da kommt hier immer noch ein Fenster, also eine Nachfrage, wollen Sie das wirklich? In dem Falle, wenn Sie keine Marktdaten abonniert haben und so und dergleichen, das müssten Sie dann auch umgehen dabei. Hier kommt eine Frage, können Sie bitte mal ein Add-on einfügen? Was meinen Sie mit einem Add-on einfügen? Vielleicht können Sie mir das nochmal schreiben, was Sie genau damit meinen. Und ich kann nochmal kurz zeigen, wie habe ich den Dow Jones die Aktien hinzugefügt. Also Sie gehen auf Trading Tools und dann auf Index Trader. Hier wählen Sie den Index aus, den Sie haben wollen. Ja, ich habe jetzt mal den Dow Jones genommen, das heißt der Y. M zum Beispiel ist der Mini-Sized Dow Jones Index und dann sage ich Orders erstellen. Dann macht er mir hier in diesem Fenster alle Aktien jeweils mit einer Kauforder. Ja, diese markiere ich mit Steuerung A, sodass alles markiert ist und kopiere die mit Steuerung C. Storniere natürlich die Orders, weil die Orders will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur die Aktienzeilen haben und dann gehe ich hier mit Steuerung V einfügen und dann habe ich alle Werte eingefügt. Ja, eine Add-on einfügen kann ich nur machen, wenn ich eins ette. Gabelpaket und so weiter habe ich von Markttechnik habe ich sicherlich das ein oder andere Add-on, aber wie gesagt, muss man dann einmal über die Lizenz machen und man hat das dann hier über Premium-Indikatoren oder dergleichen. Das heißt 1, 2, 3 Erkennung und so weiter. Ich weiß gar nicht, was genau in jedem Paket da genau drin ist, aber dann haben Sie hier diese Funktion des Add-ons mit drin. Also hier fügen Sie Indikatoren ein, ja, die verschiedensten Indikatoren, die es hier gibt. Und Supertrend zum Beispiel übernehmen. Da hat man hier noch einen Supertrend drin. Und unter Premium-Indikatoren haben Sie dann die, die Sie abgeschlossen haben zum Beispiel. Ja, Multi-Time-Frame-Boxes und so weiter und so fort. Je nachdem, was man da braucht oder wie man handelt. Ja, hier bewegt sich gerade nichts, sonst hätte man mal sehen können, wie der Stop nachzieht. Ja, aber Sie sehen schon, der Stop ist hier immer noch gleich geblieben, ja, weil der Kurs nicht weiter gestiegen ist. Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema und da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Okay, die API-Einstellung habe ich Ihnen gerade noch mal gezeigt, den Index-Trader noch mal. Begrenzung der Datenfeeds. Wie kann ich mehrere Konten? Also wie gesagt, mehrere Konten geht dann darüber, wenn Sie ein Family and Friends Konto haben oder ein Financial Advisor Konto haben. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Wenn jetzt noch Fragen kommen, stehe ich noch zur Verfügung und werde diese dann noch beantworten. Ansonsten darf ich Ihnen nochmal die weiteren Webinare zeigen? Gehen nochmal auf unsere Homepage.
finden Sie natürlich, wie Sie schon kennen, unter Training Termine. Und dort finden Sie also alle weiteren Webinare. Wenn Sie schon Kunde sind, ist vielleicht der Kundenbereich interessant für Sie. Das ist die Trading Academy. Die finden Sie also hier in der Trading Academy. Da können Sie sich registrieren und da finden Sie noch diese aufgezeichneten Webinare, Webinarunterlagen, Videobereich speziell für Kunden dementsprechend zugänglich. Und dafür müssen Sie halt wirklich Kunde sein, um auf diese Inhalte zugreifen zu können. Gut, ich darf mich bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gute erfolgreiche Trades und vielleicht schauen Sie am Donnerstag mal rein, wenn wir ein neues Webinar haben von Optionsstrategien und da zeigen wir Ihnen auch, wie Sie mit Leverage ETFs auch handeln können. Vielleicht ganz spannendes Thema. Ansonsten, wie gesagt, schönen Abend, gute Trades und bis zum nächsten Mal.